So ist gut. Jetzt hast du wahrscheinlich gar nichts gemacht, oder? Ich habe tatsächlich gedreht. Okay, ja, nee, so ist gut. Das ist der psychologische Effekt. Warte, sag du mal. Ein bisschen lauter bitte. Da! 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 Ja, perfekt. Richtig. Okay. Okay, wir spielen mal ganz kurz zusammen. Den ihr mitgebracht habt. Den schönen Hut. Tag. Guten Tag. So, und wir erklären kurz die Spielregeln. Wir spielen nämlich heute schön laut, ist das, Moment. Ein bisschen leiser spielen wir. So. Wir spielen heute ein wildes Spiel, das heißt Kreisverkehr. Und das basiert darauf, dass wir einen Würfel haben, der gelbe Würfel da hinten. Dieser Würfel hat verschiedene Zahlen, 6 Stück an der Zahl. Jeder Musiker, beziehungsweise Musikergruppe, weil manche, ihr seid zu zweit, wer ist zu zweit? Die mittleren beiden, sehr gut. Die sind zu zweit, ja. Und zwar haben wir heute hier Manu, Manuel Nolle. Bitte einen riesigen Applaus für den Mann. Ja. Dann haben wir in der Mitte Dani Richter Duo. Dani Richter und Band. Und Band, sehr gut. Fantastisch, die beiden. Und außerdem haben wir natürlich keine Kosten und Mühen gescheut und auch noch Bene Büchler organisiert, den Wahnsinnigen. Herzlichen Glückwunsch. Großartig. Als erstes müssen wir jetzt natürlich erstmal würfeln und entscheiden, wer mit dem ersten Lied anfängt, das Intro sozusagen. Dafür schmeißen wir den Würfel und schauen mal, welche Zahl oben liegt und das müsst ihr dann gucken. Es ist die 6, meine Damen und Herren. Und da kann man dann jetzt auch gleich erzählen dazu, wenn die 6 nämlich gewürfelt wird, wird im nächsten Lied eine... ja, vielen Dank. Dankeschön. Wird im nächsten Lied eine, wie nennt man das, Kugel gezogen, in denen sind verschiedene besondere Aufgaben und wir werden gleich sehen, wie das nächste Lied dann besonders sein wird. Jetzt erstmal für euch Manu. Eine Sekunde. In einer Sekunde. Ich
Also nochmal zur Erklärung. Ich spiele jetzt, weil ich die Nummer 3 sowie 6 habe. So, 2 ist eben der Dani und auch die 5. Ganz genau. Das hast du nicht erklärt, gell? Das habe ich nicht gesagt, weil ihr müsst ja auch noch was reden. Ja. Das. Weil eigentlich sind diese Liedermacher ja auch in Soloprojekten unterwegs und die brauchen eigentlich keine Moderation, aber ne, wir machen das trotzdem. Wenn man schon mal den Luxus hat. So, dann fange ich jetzt den Abend an. Das Lied heißt I'm Your Heart. Werde ich wahrscheinlich jedes Mal, wenn das Tier auf die Straße kommt, anhalten. gut. Aber erst ab dem ich bei einem Fuchs muss. Ja. Freu du mal einen toten Fuchs von der Straße. Der Song heißt Bye Bye Lover. Heute mit dem Featuring vom Gelben Salamander. Thank you.
where a backside on the road is, and that you love me away. Blödsinn, man die Ecke für gar nichts braucht, dass man aufpassen soll, mit welcher Frau man Kinder zeugt. Damit deren genommen nicht unser Geber mir einfach seucht. Immer wenn ich sowas höre, krieg ich Durchfall. Wenn mir einer so kommt, singe ich auf jeden Fall. Nein, ich schlag dich nicht, du kannst mich nicht provozieren. Wer solche Phrasen frischt, hat sowieso kein Gehirn. Nein, ich schlag dich nicht, meine Faust ist mir zu schade. Ich zeig dir einfach nur die rote Karte. Na, 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 die rote Karte. Na, 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 na. Rote Karte, na 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 na, die rote Karte. Doch für Nazis nur die rote Karte. Daran, dass sie immer zu mir auf nur ein Opfer losgehen, kann man ganz leicht ihre Geisteshaltung sehen. Leute, seid nicht feige, wir mischen uns ein. Sollten wir auch mal in der Unterzahl sein, ob sie Bomberjacken springen oder einen Anzug tragen, ob sie Moped fahren oder einen frisch polierten Wagen, ob sie im Vorstand sind von irgendeinem Konzern, ob sie Hinterwäldler sind oder nach außen hin modern. Ganz egal, wir kennen sie und jagen sie fort, aber nicht mit Geprügel, nein, mit Gesang und Wort. Nein, ich schlag dich nicht, du kannst mich nicht provozieren. Wer soll die Phrasen bestimmt sowieso kein Gehirn? Nein, ich schlag dich nicht, meine Faust ist mir zu schade, ich zeig dir einfach nur die rote Karte, na 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 na, die rote Karte, na 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 na, die rote Karte, na 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 na, die rote Karte. Oh, für Nazis nur die rote Karte, na 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 na, die rote Karte, na 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 na, die rote Karte, na 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 na, die rote Karte. Für Nazis nur die rote Karte. Vielen Dank! So, meine Damen und Herren, es geht sofort weiter. Wir schmeißen den Würfel und werden schauen, was als nächstes passiert. Die drei, bitteschön! So. Die drei ist Manu, meine Damen und Herren. Ja, das wir haben das nicht so abgesprochen, dass wir im Abwechseln spielen, meine ich. Das Schicksal ist uns gnädig. Ja. So, dann komme ich zu dem nächsten Lied. Und das Lied heißt Dear You
Und es ist, ja, handelt von Mädchen. Ganz schön einfassend. Yeah.